Ja, danke, Balthasar Glättli, für die freundliche Einführung. Ja, ich habe tatsächlich auch so ein Tablet und ich kann es nur empfehlen. Und ja, worum geht es heute? Es geht um die Neuerungen im Fernmeldegesetz. Ich selber bin hier, weil ich damals schon, glaube ich, auch über Netzneutralität gesprochen habe. Ich bin Rechtsanwalt in Zürich und wir haben einen sehr engen Fokus in unserer kleinen Kanzlei auf Technologierecht, insbesondere Telekomrecht. Das ist so der Fokus, der Grund, warum ich hier bin. Ich habe, das muss man vielleicht auch noch sagen, im Bereich Netzneutralität habilitiert. Das ist wohl der zweite. Die Zeit ist knapp. Wir haben die folgenden Themen heute. Ich habe mich beschränkt auf einige wenige Punkte im Fernmeldegesetz, die kontrovers sind. Einerseits diese Zugangsregulierung, die technologieneutral ausgestellt werden soll, oder ausgestaltet werden soll. Dann die Frage der Netzneutralität. Wenn wir Zeit haben, noch die Diskussion im Bereich Netzsperren und weitere Änderungen, werden wir wohl die Zeit nicht mehr finden dazu, wenn der Diskussionsbedarf besteht, kann man selbstverständlich auch da noch etwas sagen dazu. Ich steige gleich ein mit der Darstellung der bisherigen Zugangsregulierung im Fernmeldegesetz, um mal alle auf, ich sage jetzt mal, die gleiche Höhe zu bringen hier. Es geht darum, dass marktbeherrschende Anbieterinnen von Fernmeldediensten ihren Konkurrenten, anderen Anbietern auf transparente und nicht diskriminierende Weise zu kostenorientierten Preisen in bestimmten Formen Zugang zu ihren Einrichtungen und Dienstleistungen gewähren müssen. Wenn Sie schauen, gewisse Begriffe sind fett gedruckt, marktbeherrschend zum Beispiel, daran sieht man, dass es um eine sektorspezifische kartellrechtliche Regelung geht hier. Es geht um marktbeherrschende Unternehmen, die verpflichtet werden. Das ist im Kartellgesetz Artikel 7 auch der Fall. Ist einfach spezifisch für den Telekomsektor, hat man hier eine spezielle Regelung erlassen. Marktbeherrschend heißt im Wesentlichen, dass Unternehmen eben sich unabhängig von der Marktgegenseite verhalten können. Diese Unternehmen werden verpflichtet, gemäß diesem Artikel eben Zugang zu gewähren zu ihrer Infrastruktur unter anderem, und zwar eben auf eine bestimmte Art und Weise, nämlich transparent. Sie müssen eine Referenzofferte erstellen, damit alle sehen, zu welchem Preis und zu welchen Konditionen dieser Zugang gewährt wird. Der Zugang muss nicht diskriminierend sein, das entspricht der gleichen Regelung, die im Kartellrecht auch vorhanden ist. Und der Zugang muss kostenorientiert sein, das heißt eben nicht nach marktorientierten Preisen. Es sollte keine Marge drin sein, sondern es soll sich nach den Kosten richten, die das entsprechende Unternehmen hat. Wir haben dann verschiedene Pflichten, verschiedene Zugangspflichten in dieser Norm. Unter anderem, und darum geht es heute, um den vollständig entbündelten Zugang zum Teilnehmeranschluss. Das ist die letzte Meile der Teilnehmeranschluss, also das Kupferkabel. Heute noch nach dieser Regulierung zwischen der letzten Telefonzentrale und dem Endkunden, das am Schluss in der Wohnung des Endkunden endet. Beim vollständigen bündelten Zugang erhält diese konkurrierende Anbieterin oder eben die andere Anbieterin gemäß dieser Norm, erhält physisch Zugang zu dieser Leitung. Man kann also an beiden Seiten dieser Leitung Geräte anschließen, in der Telefonzentrale oder auch beim Kunden. Es gibt weitere Inhalte dieser Norm. Hier geht es heute primär um diesen entbündelten Zugang. Es geht zum Beispiel auch um Interkonnektion, also Zusammenschalten von Netzen, Anrufzustellung, das ist das, dann Kabelkanäle oder den Wiederverkauf von Leistungen. Das ist alles in diesem Artikel 11 Absatz 1 geregelt. Die Gründe, warum man das im Telekomsektor gesondert regelt und es nicht nur dem Kartellrecht überlässt, ist, dass, wie soll ich sagen, die Behörden in der Regel, dass man spezifisch kompetente Behörden einsetzen will für diese Fälle und dass man eben eine Situation hatte, die entstanden ist, weil der Fernmeldebereich früher monopolistisch organisiert war und dass man diese Situation in einen freien Markt überführen wollte und dass man davon ausging, dass das Kartellrecht dafür allein nicht geeignet wäre. Der Regulierungsgrund eigentlich ist, dass man, wenn man die Wertschöpfungskette aufbricht in ihre einzelnen Elemente, eben Bereiche hat, die
ich sage es mal, von Natur aus nicht kompetitiv sind. Sie haben Bereiche, die sind kompetitiv, zum Beispiel im Bereich der Endgeräte. Da haben Sie, erinnern sich die meisten vermutlich, irgendwann wurde das freigegeben. Man kann jetzt Telefone kaufen, von wem man will. War früher nicht so, früher musste man sie bei der PTT kaufen. Es gibt aber auch Bereiche, die eben aufgrund sogenannter netzspezifischer Marktmacht nicht kompetitiv sind und deshalb regulierungsbedürftig sind und auch bleiben. Netzspezifische Marktmacht, Hintergrund ist da, dass man einerseits versunkene Kosten hat, also Sie müssen buddeln, ganz konkret, Sie müssen Löcher graben. Wenn Sie ein Loch gegraben haben, können Sie das, Sie können es aufgeben, aber Sie können das Geld nicht mehr zurückgewinnen. Das ist mal das eine Element. Und dann ist es so, dass Sie Skaleneffekte haben. Wenn Swisscom eine Straße bereits erschlossen hat, dann ist es für Swisscom günstig, relativ günstig, einen zusätzlichen Abonnenten anzuschließen an dieser Straße. Wenn ein Konkurrent kommt, der vielleicht neu in den Markt kommt, muss er die ganze Straße neu erschließen und das heißt, dass es für den Konkurrenten immer teurer ist, einen neuen Kunden zu erschließen, als für den altsassen Swisscom. Und das ist der Grund für diese Regulierung. Das ist diese sogenannte netzspezifische Marktmacht. Und es ist so, dass man ohne diese Regulierung vermutlich in der Schweiz bis heute keinen Wettbewerb hätte im Telekom-Sektor, wenn man einfach damals den Markt geöffnet hätte und gesagt hat, liebe Sunrise, liebe Diax, wer auch immer, geht mal raus, versucht es selbst. Das hätte nicht funktioniert. Jetzt ist die Idee, dass man diese Zugangsregulierung technologieneutral ausgestaltet. Es ist so, dass der Glasfaserausbau rasch voranschreitet. Das ist die heutige Situation. Wir haben aber auch grundsätzlich eine Situation, dass eben auch auf der letzten Meile der Glasfaser sogenannte netzspezifische Marktmacht droht. Die Glasfaser ist heute unreguliert. Swisscom und EWS bieten ihren Konkurrenten teilweise Zugang an. Deshalb sage ich eben nicht flächendeckend. Es gibt insbesondere EWs, die keinen Zugang anbieten zu ihrem Glasfasernetz. Zudem sind die Preise teilweise diskriminierend und sie sind relativ hoch, muss man sagen. Das ist die Erkenntnis, wenn man den Markt anschaut. Swisscom ist auch dabei, muss man sich vergegenwärtigen, ihre Monopolstellung auf der letzten Meile auch in dieser Glasfaserwelt zu etablieren. Es ist, glaube ich, unbestritten, Swisscom ist in der Schweiz das Unternehmen mit der meisten Finanzkraft und das merkt man, Swisscom ist der, der sich in das da reingestürzt hat und das aufgebaut hat, diese Glasfaser. Ein Problem, das wir haben, ist, dass in letzter Zeit die Kooperation mit den EWs eingestellt wurde. Es gibt offenbar jetzt wieder eine neue Initiative, aber die ist sehr beschränkt. Und entsprechend müssen wir damit rechnen, dass Swisscom es schaffen wird, dieses Monopol, das sie im Kupferbereich hatten, noch aus der alten Zeit rüber zu retten in den Glasfaserbereich. Und jetzt ist die Frage, wann greifen wir ein? Sollen wir eingreifen? Da geht es um eine Abwägung. Einerseits ist klar, wenn wir ein Unternehmen, das so etwas aufbaut, zu früh bremsen und reingehen und dem die Gewinne wegnehmen, womöglich noch mit einer kostenorientierten Regulierung, dann senkt das natürlich die Anreize, die Glasfaser auszubauen. Das ist das eine. Also die zu frühe Regulierung bremst den Glasfaserausbau. Umgekehrt ist es aber auch so, dass eine Situation, wie wir sie heute in der Schweiz sehen, wo eben wirklich ein großes Unternehmen am Schluss diesen Glasfaserausbau macht, dass das gleich wie im Kupferbereich früher dazu führen kann, dass im Bereich der Dienste ineffiziente Monopole entstehen, dass vor allem Swisscom wieder einen Anreiz hat, ihre eigenen Dienste, ihr eigenes Internetangebot, ihr eigenes TV-Angebot etc. Anzubieten auf diesem Netz und die Konkurrenz entweder ganz auszuschließen oder zu diskriminieren. Wichtig ist da, wenn Sie die Kontrolle haben, dann haben Sie eine Hebelwirkung, ein Leverage eigentlich auf die nachgelagerten Elemente dieser Wertschöpfungskette eben auf diese Dienste. Also Sie haben letzte Meile ist nur das Glasfaserkabel da drauf aufbauen, können Sie Internet anbieten, können Sie TV anbieten, Telefonie etc. Es geht darum, wir haben verschiedene Märkte, Sie können, wenn Sie das Glas kontrollieren, eben auch die anderen Märkte kontrollieren. Wir sprechen da von einem Leverage, einer Leverage-Möglichkeit. Der Bundesrat schlägt im Gesetz nun eine Zugangsregulierung vor. Ich habe das einfach zur Information drin, den Wortlaut. Ein bisschen kürzer gefasst, sieht das wie folgt aus. Wir haben hier, im Prinzip hat er mal die alte Regelung genommen und in gewissen Teilen abgeändert. Das, was abgeändert wurde, ist hier in Fettdruck drin. Zuerst ist es mal so, dass der Bundesrat einschreiten kann,
zur Förderung des Dienstewettbewerbs. Also es ist ein zweistufiges Vorgehen. Es ist so, dass der Bundesrat zuerst entscheiden muss, ja, jetzt haben wir ein Problem. Im Dienstewettbewerb geht etwas schief, wir machen jetzt diese Regulierung. Man wird das ans BAKOM oder will das ans BAKOM dann delegieren, eben beziehungsweise vom BAKOM mal hören, wie die Situation ist und je nachdem dann eingreifen. Es geht nicht darum, dass man eine Verordnungsdelegation machen würde, natürlich nicht. Aber es ist zweistufig. Also wenn Sie es jetzt so bejahen, dieses Gesetz, ist es noch nicht so, dass es dann umgesetzt ist, sondern der Bundesrat muss noch einen Schritt machen. Dann, klar, es ist technologieneutral, also eben nicht nur Kupfer, sondern insbesondere auch Glasfaser wird erfasst. Dann das Weitere, die Entbündelung oder Bitstrom ist möglich, das ist ein technisches Thema im Wesentlichen, weil Sie heute bestimmte Arten von Erschließungen haben, wo Sie zum Beispiel hybrid mit Glasfaser und Kupfer arbeiten. Vectoring ist so ein Stichwort und in diesem Bereich können Sie nicht eine vollständige Entbündelung machen aus technischen Gründen. Das heißt, Sie müssen eine andere Art bringen, wie Sie die Konkurrenten auf dieses Netz lassen. Dann muss es transparent sein. Das ist gleich wie im alten Gesetz. Es muss nicht diskriminierend sein. Das ist auch gleich wie im alten Gesetz. Und dann muss es kosten- oder marktorientiert sein. Da haben wir zwei Varianten. Der Bundesrat kann also nicht nur eine kostenorientierte Preis, nicht nur kostenorientierte Preise festlegen, sondern eben auch marktorientierte Preise. Heißt, man kann schauen, wie in anderen Märkten die Preise funktionieren. Man kann vielleicht ins Ausland schauen. Man kann auch in der Schweiz unterschiedliche Märkte anschauen. Es gibt vielleicht Märkte wie Städte, wo mehrere Anbieter sind, wo wir Marktpreise haben und andere Märkte wie auf dem Land, wo nur ein Anbieter ist. Und da könnte man einen Vergleich machen. Fazit, es geht um eine Anpassung der bisherigen Regelung an den technischen Fortschritt. Und Sie sehen, es gibt Elemente wie diese Zweistufigkeit und die Möglichkeit, marktorientiert vorzugehen, nicht kostenorientiert, die eben zeigen, dass diese Regelung relativ vorsichtig erfolgt. Okay, so viel zu dem. Technologieneutraler Zugang. Jetzt möchte ich noch über Netzneutralität sprechen. Netzneutralität heißt, dass die Internetprovider den Datenverkehr sowohl technisch als auch kommerziell gleich behandeln. Das Netz bleibt offen, man spricht teilweise vom offenen Internet. Das heißt, wir dürfen nicht bei der Datenübertragung diskriminieren. Sie dürfen zum Beispiel nicht bestimmte Anwendungen langsamer übertragen als andere oder bestimmte Anwendungen blockieren. Ganz angefangen hat die Situation oder die Diskussion damals in Holland, als ein holländischer Anbieter angefangen hat, WhatsApp zu blockieren. Und die Idee war klar, ich meine, mit SMS hat man damals viel Geld verdient, nachher kam WhatsApp, diese Umsätze sind eingebrochen und dann ist es nahegelegen, dass man einfach WhatsApp blockiert. Hat dann dazu geführt, dass Holland eines der ersten Länder war in Europa, die eine Netzneutralitätsregulierung verabschiedet haben, um eben solche Möglichkeiten zu bekämpfen. Zum Verständnis nochmal, es geht hier nicht ums Gleiche wie bei der Zugangsregulierung, über die wir vorhin gesprochen haben. Es geht nicht um die letzte Meile, sondern es geht eine Stufe höher auf dieser Dienstebene Internet. Ich habe vorhin gesagt, wenn Sie Glasfaser haben, können Sie darauf nachher einen Internetdienst anbieten an die Endkunden. Und es geht darum, dass die Unternehmen, die diesen Internetdienst anbieten, dass diese Unternehmen anfangen, weiter oben angesiedelte Dinge, wie zum Beispiel eine App wie Skype oder einen Dienst wie WhatsApp oder Threema oder solche Dinge oder auch Webinhalte, dass sie anfangen, darauf Einfluss zu nehmen, wie diese behandelt werden. Es kann sein, dass bestimmte Webseiten langsamer übertragen werden, es kann sein, dass bestimmte Webseiten blockiert werden. Solche Dinge sind schon passiert. Das ist das Erste, diese technische Verlangsamung oder Blockade. Das zweite Thema ist die Diskriminierung bei der Abrechnung und das ist etwas, was ich leider sagen muss, ist in der Schweiz heute gang und gäbe bereits. Sie haben hier eines von vielen Beispielen. Ich zeige jetzt ausnahmsweise mal auf Sunrise. Es gibt diese Abos von Sunrise für junge Abonnenten, diese MTV Mobile Freedom oder wie es heißt, da habe ich einen Auszug aus der Webseite, da steht unten drauf, in unseren Abos ist WhatsApp-Messaging in der Schweiz unlimitiert mit dabei, das inklusive Datenvolumen deines Abos wird davon nicht beeinträchtigt. Also wenn ich zum Beispiel ein Abo habe mit einem Gigabyte monatlichem Datenvolumen, das ich brauchen kann und ich brauche WhatsApp intensiv, ich schicke Bilder herum, ich schicke Videos herum etc., dann knabbert das nicht an diesem Gigabyte, das Gigabyte bleibt unberührt.
Wenn Sie jetzt ein Konkurrent sind von WhatsApp, wie zum Beispiel ein Schweizer KMU, Startup, Threema, der eine verschlüsselungstechnisch bessere Lösung gebaut hat als WhatsApp, dann profitieren Sie nicht von diesem, von dieser Bevorzugung. Das heißt, Sie haben Mühe, die Kunden oder mehr Mühe, die Kunden zu erreichen, als der große Platzhirsch WhatsApp, der bereits da ist. Es ist auch etwas, das typisch ist, dass man in der Situation halt WhatsApp dann nimmt. Man schaut für Zero Rating, so nennt man diese, auf diese Vorgehensweise. Man schaut, dass man in der Regel halt die größten Anbieter nimmt, weil das für die Kunden am attraktivsten ist. Führt aber dazu, und jetzt kommt dann schon die Motivation, die dahinter steckt bei der Netzneutralitätsregulierung. Es führt dazu, dass die Märkte zementiert werden. Ein Anbieter wie WhatsApp hat dann Schutz vor Konkurrenten und die anderen kommen gar nicht mehr rein. Das ist so ein bisschen das Problem, das man in diesem Zusammenhang hat. Wir haben einen Entwurf des Bundesrates. Da steht, behandeln Sie, also die Anbieterinnen von Fernmeldediensten, Informationen bei der Übertragung technisch oder wirtschaftlich unterschiedlich, so müssen Sie öffentlich darüber informieren. Wir haben also ausschließlich eine Informationspflicht. Eine Verhaltenspflicht, also zum Beispiel ein Diskriminierungsverbot, wie in der Zugangsregelung, haben wir nicht. Das BAKOM kann bei Netzneutralitätsverletzungen nach der Auffassung des Bundesrates oder soll bei Netzneutralitätsverletzungen nach Auffassung des Bundesrates nichts tun können. Die können nur mit den Armen rudern, aber nichts tun. Die Zeit ist relativ knapp. Ich habe hier zwei Slides grundsätzlich für die Argumentation. Ich werde das kurz halten. Pro Regulierung, für eine Regulierung der Netzneutralität spricht einerseits, sprechen die Grundrechte, es geht um Medienfreiheit von Endkunden, es geht aber um die Medienfreiheit auch von Anbietern. Denken Sie an Zeitungen da draußen im Netz, wenn der Blick plötzlich abgestellt wird und dafür die Leute nur noch 20 Minuten schauen sollen, weil 20 Minuten vielleicht bereit ist, Geld zu zahlen für den Zugang zum Endkunden und die anderen nicht. Also Grundrecht ist ein Thema. Und dann haben wir ein Argument klassisches Wettbewerbsrecht, gehe ich nicht drauf ein. Und wir haben vor allem ein Argument Innovation bei Anwendungen und Inhalten. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe mit WhatsApp und Threema. Wenn Sie ein Unternehmen haben, das gratis Zugang zum Kunden bekommt, beziehungsweise wo der Kunde gratis Zugang darauf hat, und ein anderes Unternehmen, wo der Kunde keinen gratis Zugang hat, dann ist es eine Ungleichbehandlung. Das führt zu Wettbewerbsverzerrungen. Wir haben natürlich auch Argumente gegen eine Regulierung der Netzneutralität. Die werden wir heute sicher hören von der Provider-Seite auch noch. Es geht letztlich um die Grundrechte der Netzbetreiber. Es geht um Wirtschaftsfreiheit, ist klar. Es geht um eine effiziente Nutzung der Netze. Man will Leute, die die Netze intensiv belasten, Anwendungen, die die Netze intensiv belasten, vielleicht bremsen. Man will andere Dinge priorisieren, weil man eine bessere Qualität sich davon verspricht. Die Praxis zeigt einfach, und das muss man sagen, von der technischen Seite her, gerade diese Verlangsamungsaktionen, dass man zum Beispiel jetzt, wenn YouTube sehr intensiv genutzt wird, dass man YouTube gezielt bremsen würde, damit andere Anwendungen weiter funktionieren, das funktioniert eigentlich auch in einer nicht diskriminierenden Weise, indem man einfach schaut, welche Anwendungen belasten das Netz stark und dann die entsprechend bremst. Und indem man nicht hingeht und sagt, wir bremsen jetzt gezielt YouTube, sondern wir bremsen anwendungsagnostisch, wie man sagt, eben einfach alle, die stark belasten. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Bahnhof, Sie haben sehr viele Leute da im Netz eingeloggt, diese entsprechende Mobilfunkantenne ist sehr stark belastet. Da könnte man sich überlegen, will man diese Starkverbraucher, YouTube, Vimeo etc., wie sie alle heißen, will man die ein bisschen bremsen, damit die Leute nebenher noch andere Dinge tun können, Zeitung lesen etc. Das sind Dinge, die eigentlich aus einer Perspektive Netzneutralität kein Problem sind, solange sie nicht diskriminieren. Oder? Innovation der Netze und Geschäftsmodelle, das ist das dritte Argument. Hier haben wir Beispiele zum Beispiel in Deutschland im Augenblick, zum Beispiel Vodafone ist relativ neu aufgetaucht mit einem Angebot, wo man sagt, wenn du bei uns Mobilfunkdaten nutzen willst, dann hast du das und das und das inklusive. Aber bestimmte Dienste, wie, ich weiß nicht, ich habe mir es nicht im Detail angeschaut, zum Beispiel Mobiltelefonie, also über Voice over IP, also oder Internettelefonie oder Dinge wie Video, YouTube etc., die sind dann nicht drin und da musst du zusätzlich zahlen, wenn du das willst. Man bekommt dann das dafür eben
gratis im Rahmen des normalen, also man zahlt eine One-Time-Fee und hat dann im Rahmen des Datenpakets, das man hat, wird das nicht zusätzlich belastet. Teilweise sind die Dinge auch von vornherein kostenlos mit dabei. Das führt dazu, gerade im Bereich YouTube und Vimeo, Vimeo ist auch ein Videoanbieter wie YouTube, dass die sich diskriminiert fühlen, hat dazu geführt, dass jetzt die Bundesnetzagentur in Deutschland eine Untersuchung eröffnet hat. Wichtig ist einfach das, wir haben heute in der ganzen westlichen Welt, außer in der Schweiz, mehr oder minder, haben wir überall eben nicht nur Informationspflichten, sondern auch diese Verhaltenspflichten. Sie haben es gelesen in der Zeitung, es gibt im Moment die Diskussion in den USA, Abschaffung der Netzneutralität, alle schreien, das ist ein Riesenskandal, dass der Trump und die Trump-Administration in der FCC das wieder abschaffen will, aber ich sage Ihnen eins, Trump will genau dahin, wo der Bundesrat heute hin will, nämlich nur zu einer Informationspflicht. Gut, das haben wir schon besprochen. Kurz, Regulierungsvorschlag. Es gibt einen Regulierungsvorschlag, den haben Sie verteilt bekommen. Der kommt von der digitalen Gesellschaft. Es gibt eine ganze Reihe von Gruppierungen, die den unterstützen. Einfach als Hinweis. Können wir vielleicht noch diskutieren. Dann, wie sieht es aus mit der Zeit? Soll ich noch kurz etwas sagen zu diesem dritten Thema? Kinder- und Jugendschutz. Wohin geht es? Wir haben eine Norm, Artikel 46 des Entwurfs, die sagt, dass in Fällen von Artikel 197 Absatz 4 und 5, also da geht es um Herstellung, Handel, Konsum etc. von Kinderpornografie, die Internetprovider verpflichtet werden sollen, eben solche Inhalte zu sperren auf ihren Netzen. Sie wissen, wie die Situation heute ist, da gibt es diese Verpflichtung nicht. Das ist freiwillig, der Bund publiziert Listen mit solchen Websites und die Provider halten sich größtenteils eigentlich daran, was da publiziert wird und blockieren diese Seiten. Also es geht darum, ist klar, das sind übelste Formen der Kriminalität, da müssen wir nicht drüber streiten. Alle wollen, dass das nicht mehr stattfindet, dass man etwas dagegen tut, das ist klar. Der Bundesrat sieht es so, dass man eben solche Netzsperren einrichten will. Das Problem, Netzsperren sind problematisch, Netzsperren sind gefährlich. Wir haben einerseits mal das Problem, dass die Infrastruktur des Internets beeinträchtigt werden kann. Wir haben Situationen, dass sie bestimmte Daten nicht mehr übertragen können, dass die Übertragung langsamer wird. Ich spreche nicht unbedingt nur über das, was heute angedacht ist mit DNS-Sperren, also diese Internetadressverzeichnisse, die man im Moment blockieren will, sondern es geht dann auch irgendwann darum, dass sie bestimmte IP-Adressen blockieren wollen. Und da haben Sie das Risiko, dass Sie Overblocking haben, also dass Sie Ziele treffen mit der Sperre, die Sie gar nicht treffen wollen, weil unter der gleichen Adresse mehrere Angebote abzurufen sind, etc. Das ist problematisch. Wir riskieren hier wirklich, dass das Netz in seiner Funktionsweise beeinträchtigt wird. Dann, und das ist mein Hauptargument, da möchte ich Sie wirklich bitten, darüber nachzudenken, wir stehen erst am Anfang. Wir haben das Thema Spielbankengesetz, das hat in der Zeitung und in der Presse ziemlich für Aufruhr gesorgt. Da hat man so, ich behaupte, relativ unreflektiert diese Netzsperren eingebaut. Ich habe dann, ja gut, das ist mal der erste Punkt. Dann haben wir jetzt das zweite Thema, Fernmeldegesetz, Kinderpornografie, was schon um die Ecke wartet, ist das Urheberrecht. Wir können über Markenrecht reden, wir können über Lauterkeitsrecht reden, allgemeines Strafrecht, irgendwelche Delikte, die übers Netz begangen werden, da muss man sofort sperren. Ich meine, es gibt dann auch Zivilrecht, Persönlichkeitsschutz, Datenschutzrecht, da haben wir bereits Google, die gewisse Dinge sperren müssen. Warum soll man auch nicht die Provider verpflichten, die Dinge zu sperren? Und irgendwann sind wir dann so weit, dass wenn irgendetwas im Netz ist, das moralisch nicht so akzeptiert wird, dass es einen Druck gibt auf die Provider, diese Dinge eben auch zu sperren, möglichst noch von sich aus. Ich sage Ihnen einfach, vor allem auch an die Provider gerichtet, ich glaube, hier müssen wir über einen währenden Anfängen sprechen. Es ist wirklich wichtig, dass man hier den Fuß reinhält und sagt, hör mal, das funktioniert nicht, das ist gefährlich für die Providerseite, ist ganz klar. Und es ist eben auch gefährlich für eine Zivilgesellschaft, weil wir hier eine Zensurinfrastruktur aufbauen, die dann für alle möglichen und unmöglichen Dinge gerade auch noch genutzt werden kann, wenn sie mal vorhanden ist. Jetzt sagen Sie, ja, aber Kinderpornografie ist etwas Wichtiges, da müssen wir etwas dagegen tun, das ist klar, bin ich auch der Meinung, es gibt eine einfache Lösung. Die Lösung ist bereits erprobt, die Lösung heißt löschen statt sperren.
Nicht die Internetprovider sollen sperren, sondern es soll da draußen im Netz, wenn eine Webseite da ist mit solchen Inhalten, soll diese Webseite vom Netz genommen werden. Und Sie sagen sich jetzt vermutlich, das funktioniert sowieso nicht. Für mich selber auch überraschend hat sich herausgestellt, dass das sogar sehr, sehr gut funktioniert. Es gibt eine Statistik des Deutschen Bundeskriminalamtes, wonach in Deutschland im Jahr 2016 92% der Fälle von Kinderpornografie innerhalb von 4 Wochen gelöscht werden konnten. Denken Sie mal drüber nach. Das Problem bei Netzsperren auf der anderen Seite ist, dass die relativ ineffizient sind. Wenn Sie ein bisschen technisch rauskommen, also wenn Sie wissen, wie man ein VPN bedient, das ist ganz etwas Einfaches. Wenn Sie wissen, wie man einen anderen DNS-Server einträgt in Ihrem Betriebssystem, dann können Sie das super einfach umgehen. Das ist eine Sache von, ich weiß nicht, eine halbe Minute, auch für einen ungeübten Menschen, der eine Anleitung hat. Das geht sehr, sehr einfach. Und glauben Sie nicht, dass Leute, die Kinderpornos konsumieren, nicht genügend kriminelle Energie haben, um solche Dinge schnell einzurichten bei sich auf dem System. Und schon laufen die Netzsperren ins Leere. Wir haben das Löschen, wir haben diese Methode, die in Deutschland funktioniert. Was da unten auch noch steht, ist die Frage, warum die Schweiz die Fehler des Auslands wiederholen muss. In Deutschland hat man es nämlich auch so gemacht, vor 10 Jahren. Wir haben zuerst mal Sperren eingerichtet und musste dann sehen, dass es nicht funktioniert und hat dann auf Löschen statt Sperren gesetzt, hat dieses Gesetz eingeführt, wonach eben die Inhalte gelöscht werden müssen, insbesondere eben auch in Zusammenarbeit mit dem Ausland. Und siehe da, es funktioniert. Wir haben einen Regulierungsvorschlag, auch bei Ihnen auf dem Tisch als Handout von der ISOC. Der wurde auch bereits einmal präsentiert. Ich bin auch der Meinung, dass man über solche Dinge nachdenken soll und nicht über diese Netzsperren. Das ist problematisch. Ich denke, für die weiteren Punkte haben wir keine Zeit mehr, aber ich denke, in der Diskussion werden wir sicher noch Gelegenheit haben, den Bedarf gestellt. Danke für die Aufmerksamkeit.